Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Johanna, Annie, Patrick und Jutta sind vier Germanistik-Studentinnen und Studenten der Suzhou-Universität in Taipei. Und sie haben noch etwas gemeinsam. Sie haben kürzlich ein Praktikum im deutschen Wirtschaftsbüro durchgeführt. Und ich habe mich nun mit ihnen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse unterhalten. Und zunächst wollte ich wissen, warum Sie sich für ein Praktikum beim Wirtschaftsbüro entschieden haben. Zunächst Annie. Am Anfang dachte ich, was könnte ich in Sommerferien machen. Das war meine letzte Sommerferien. Ich dürfte unbedingt nicht sie vergeuden. Außerdem, ich dachte, ich werde nur noch ein Jahr bis zum Abschluss haben. Bevor dem Abschluss möchte ich etwas neu lernen und erfahren. Und Johanna? Ich hatte schon vorher Pläne für ein Praktikum und das Abteilungsbüro bot uns einen Praktikumsplatz an, so wie ich fand, dass das Ausstellungsteam interessant klingt. Und Patrick? Letzten Mal habe ich die Information über Praktikum im Sommerferien geschaut auf Facebook und ich habe gleichzeitig bemerkt, dass ich nichts Besonderes, etwas Interessantes gemacht. Das heißt, ich habe ein langweiliges Leben an der Universität. Und deshalb habe ich das Praktikum beworben. Außerdem will ich mal gucken, wie die Realität des Arbeitsplatzes aussieht, weil ich auch Betriebswissenschaft als Hauptfach studiere. Ja, ich wollte damals auch einige Erfahrungen gesammelt. Und Jutta sagt, ich möchte wissen, was ich vielleicht in der Zukunft tun kann. Außerdem ist Wirtschaft eine meiner Interessen und ich möchte wissen, ob ich dieser Stelle geeignet bin. Und ich bin auch sehr neugierig, was deutsche Wirtschaftsbüro wirklich tut. Und was waren Ihre Aufgaben während des Praktikums? Ich bin die Assistentin bei Messeteam. Deshalb sind meine Aufgaben über Messe. Mein Arbeitsfeld ist umfangreich. Zum Beispiel vor der Messe muss ich die Vorstellung der Messe auf der Website aufbauen. Während der Messe muss ich die Veranstaltung wie Happy Hour unterstützen. Dann nach dem Abschluss der Messe muss ich die Reporter für unsere Kunden und der Sponsor schreiben. Meine Aufgaben sind sehr viel. Zum Beispiel Infobrief, Website, Vorstellungen, Flyers, Ideen über Messe machen und Tickets für die Messe in Deutschland buchen. Angebote suchen und mit Exhibitor kontaktieren und die Messe teilnehmen. Damals war es wegen der Vorbereitung der Hubleiter-Delegation. Deshalb habe ich ziemlich fast den ganzen Tag die Informationen gesammelt. Ich muss auch mit der Managerin an der Webkonferenzen teilgenommen. Gleichzeitig habe ich auch ein paar PowerPoints für innere Konferenzen machen. Und außerdem habe ich mit anderen Managerin an die Energietest vorbereitet. Und manchmal musste ich die Nachrichten auf Englisch oder Deutsch in Chinesisch übersetzen. Aber das ist relativ leicht und interessanter für mich. Halbleiterdelegation, das ist alles online gewesen. Die Delegation wirklich in Taiwan gekommen. Ja, aber vorbereiten müssen wir vorher in Taiwan gemacht. Meine Aufgaben sind normalerweise Übersetzung, aber kein Deutsch, sondern Chinesisch und Englisch. Zum Beispiel Informationen über Aktivitäten, Vertrag oder Nachrichten. Ich habe auch die Material für Aktivitäten vorbereitet, zum Beispiel mit Vendors Kontakt. Ihren? Und konnten Sie während des Praktikums Ihr Deutsch ein wenig üben? Ja, einige Kollegen und Kolleginnen von mir sind Deutsche. Manchmal brauche ich ihre Hilfe, aber sie verstehen nicht so gut Chinesisch. Dann diskutieren wir auf Deutsch. Wir gehen hin und zu zusammen zum Mittagessen und unterhalten uns auch auf Deutsch. Ich habe für Deutsch geübt. Mein Vorgesetzter brachte deutschen Kollegen dazu, mit uns allen auf Deutsch zu sprechen. Aber wir kommunizieren mit dem Ausland auf Englisch. Ehrlich gesagt, wir sprechen am meisten Chinesisch und Englisch. Mhm. Deutsch benutze ich sehr wenig, nur wenn ich mit deutschen Kollegen rede oder etwas spreche. Und habe ich
auf Deutsch sprechen. Nur mit den deutschen Praktikanten oder deutschen Kollegen, aber Englisch ist die meisten Sprache benutzen. Hatten Sie dabei Gelegenheit, mit deutschen Firmen in Kontakt zu kommen? Ja, unsere Kunden sind meistens deutsche Firmen. Ja, wir werden uns mit Herstellern in Taiwan und Deutschland in Verbindung setzen, um sie bei der Teilnahme an der Ausstellung in Taiwan zu unterstützen. Für mich fast nie. Es war wegen der Pandemie, deshalb kamen fast keine deutschen Firmen nach Taiwan. Aber wenn die Managerin hatte eine Webkonferenz mit deutschen Firmen, habe ich dabei gehört. Leider nicht. Solche Aufgaben sind normalerweise nicht vom Praktikanten erledigt. Welche Erfahrungen haben Sie insgesamt aus diesen Projekten oder Veranstaltungen gewonnen? Seit ich die Praktikantin bin, nahm ich 3 Messen in Taipei teil, wie über Automation, Energie und Landwirtschaft. Jede Messe ist ungleich. Auf der Automationmesse sah ich erstmal so große Maschinen. Das war meine erste Teilnahme. Deswegen war ich sehr neugierig auf jede Dinge. Vor der Messe freue ich mich bisher darauf, welche Leute ich kennen werde und was ich sehen werde. Ich habe Automation Energie Taiwan teilgenommen und es machte mir Spaß. Bei der Vorbereitung dieser Ausstellungen habe ich mehr über diese Bereiche gelernt. Zum Delegation und Energietest habe ich vieles gelernt, zum Beispiel wie kann man mit richtigen Schlüsselwörtern die Information effizient suchen und wie ordnet man mit so viel Information. Und ich habe auch die Prozesse der Herstellung der Halbleiter gelernt. Und wenn ich zuerst darüber gelernt, dann kann ich die Information suchen. Und ich glaube, ohne diese Gelegenheit will ich nie über den Halbleiter lernen. Ich habe mit der Firma kontaktiert, die Dienst für Weihnachtsmarkt anbieten. Und ich bin höflicher geworden, ich denke, als ich an ihnen schreibe und telefoniere. Und was denken Sie, haben Sie insgesamt beim Praktikum gelernt, was Ihnen in Zukunft nützlich sein kann? Ich habe so viel gelernt. Zum Beispiel, wie baue ich eine Website, wie eine formelle E-Mail schreiben, wie eine Social Media Post schreiben und wie man eine Messe organisieren. Und was muss man dafür vorbereiten? Ich finde, diese Fähigkeiten sind sehr hilfreich in Zukunft. Trotzdem, alles sind nicht leicht und kosten viel Zeit zu lernen und zu machen. Während der 5 Monate habe ich sehr viele Messen getroffen. Obwohl wir nicht dabei waren, mussten wir Beitrag und Abschlussbericht schreiben, um bei den taiwanischen Messen in Deutschland zu werben. Müssen wir sie erst einmal kennenlernen und sie Leute vorstellen. Die Messen in Deutschland sind zum Beispiel InnoTrans, Marte, ITB und Fruit Logistica und so weiter. Je mehr Ausstellungen ich besuche, desto mehr lerne ich verschiedene Branchen kennen, was mir in Zukunft sicher helfen wird. Und natürlich habe ich Excel, Word, Microsoft Office geübt. Am wichtigsten habe ich gelernt, wie ich mit richtigen Schlüsselwörtern auf Internet suchen. Außerdem habe ich die Etikette auf Arbeitsplatz besser kennengelernt, zum Beispiel wie ich höfliche Wörter benutze, um E-Mail zu schreiben. Ja, und ich fühle mich geduldiger als früher, weil ich muss den ganzen Tag die Informationen suchen. Und ich würde gerne sagen, dass bei Praktikum ich vielleicht ein paar Fehler gemacht habe, aber meine Managerin gab mir immer Gelegenheit zu lernen und ich bedanke mich bei ihr sehr. Ich habe das Bewusstsein, dass wenn meine Fähigkeit nicht genug ist, werden die Aufgaben nicht so schwierig und nicht so herausfordernd. Deshalb habe ich mich nach dem Praktikum entschieden, dass ich außer Deutsch eine andere Fähigkeit lerne, bevor ich die Uni absolviere. Darf ich fragen, in welcher Richtung? Dateianalyse, Programmieren, solche Fähigkeiten. Haben Sie sonst Interesse, so in Wirtschaft zu arbeiten oder mit deutschen Firmen zu arbeiten? Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob ich in dieser Richtung weitermachen will.
Das ist eine gute Chance, meinen Horizont zu erweitern. Aber durch die Erfahrung finde ich, die Post zu schreiben, bin ich talentfrei. Außerdem, eine gute Fremdsprache zu beherrschen, ist der wichtigste Punkt für diesen Job. Wenn ich in der Zukunft in diesem Arbeitsbereich arbeiten möchte, sollte ich zuerst besser Englisch und Deutsch sprechen. Natürlich würde ich gerne für ein deutsches Unternehmen arbeiten, wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme. Zwar interessiere ich mich nicht so für Halbleiter, aber ja gern, ich finde, es gibt stark wirtschaftliche Beziehungen zwischen Taiwan und Deutsch und es gibt nicht nur Halbleiter anstatt viele andere Industrie. Ja, und das ist ganz interessant für mich, in einer Firma, die mit ausländischen wirtschaftlichen Tätigkeiten zu tun haben, zu arbeiten. Und jetzt lerne ich etwa über die Wirtschaft in Deutschland an der Uni und auf die ich große Lust habe. Deswegen interessiere ich mich, mit deutschen Firmen zu arbeiten. Ja, aber vielleicht nicht in deutsches Wirtschaftsbüro, sondern andere deutsche Firmen. Soweit Annie, Johanna, Jutta und Patrick über ihre Erfahrungen und Erlebnisse während ihres kürzlichen Praktikums im deutschen Wirtschaftsbüro Taipei. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.